Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt hier schon die 437D Sägebock an. So rum. Version 1.0. Das Ganze kommt von Kenny456 und JDL Logging. Gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann hier John Deere 437D Sägebock. 280 PS Leistung, 400 Liter Diesel, 23 km/h, maximale Geschwindigkeit 35,1 Tonnen, 285.000 Klatten in der Anschaffung und im Leasing wären wir bei 14.535 €. Config-Blöcke habt ihr hier ein Stück, und zwar das Kennzeichen. Mehr könnt ihr hier nicht dran konfigurieren. Tja, und das gute Stück ist mal wieder was für die Forstleute unter euch, denn es ist ein, ja, wie es der Name ja schon sagt, ein Sägebock. Ja, also beziehungsweise ein Trailer, also ein Traileraufbau in dem Falle, mit einem fest installierten Kran und einer Sägeeinheit, irgendwie so. Recht interessant, auch noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Aber okay, wir haben hier 437D als Aufdruck hinten hier mit dran, dann einmal hier John Deere. Das ist von den Deagles her soweit auch alles sehr, sehr gut aufgelöst. Der Kran hier hat bis vorne hin Kollisionen, klitschen also nirgendwo durch. Der Trailer selber, also so als Aufbau, ist halt Standard, ne? Wir haben hier unten Anschluss für die Sattelplatte, vorne Hydraulik, Luft und Co. Das hier, das gelbe, ist der Sägebock. Den können wir auch abnehmen. Der ist auch an sich nicht wirklich fixiert. Der ist immer locker. Aber trotzdem schwer genug, dass er nicht runterrutscht. Hinten ne, zwei Achsen, klar. Stützfüße, die ausfahren oder ausgefahren werden müssen, je nachdem. Kennzeichen, mit Kennzeichen Beleuchtung, Bremslichter, Blinker, ne, Rückwärtsleuchten, Unterfahrschutz hier. John Deere Logo hier unten noch einmal mit drauf und dann war es das eigentlich auch schon. Am Kran selber haben wir hier nach vorne zwei Arbeitsleuchten mit dran. Ne, hier Aufstieg zur Leiter, ist klar. Hinten noch Arbeitsleuchten und das war's. Ne. Wir können hier einmal einsteigen, haben dann hier einmal den Innenbereich. Ne, der ist jetzt relativ übersichtlich. Links Joystick, rechts Joystick, ansonsten auf dem Schalter und das war's. Ne. Mehr gibt es in dem Fall ja nicht. Ist soweit auch in Ordnung. Noch eine andere Kameraperspektive hier. Und das ist es gewesen. Also texturtechnisch gesehen ist das soweit sauber. Ihr habt oben am Kran noch das John Deere Logo, wie ihr hier seht. Aber das ist es gewesen. Wüsste ich nicht, was man mehr dazu sagen sollte. Haut soweit hin. Funktionalität ist ja eher interessant. Ihr könnt das Ding natürlich stinknormal an eine LKW dranballern. Ne, oder auch an den Dolly oder so. Das ist komplett egal, wie ihr das handhabt. Ihr müsst dann nicht mal einen LKW vorher dran halten. Das ist relativ. Also sprich, ich sitze jetzt hier zum Beispiel mit dem LKW vorne drin. Aber dann gehe ich einmal mit Tab hier hinter und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt habe ich hier einmal die ganze Steuerung. Sprich, ich muss Motor anschalten. Ja, ihr seht, dann geht hier vorne der LKW in dem Fall mit an. Wenn ich jetzt aber auch kein LKW dran habe, ne, ihr hört, dann haben wir hier hinten die Maschine, die das selber arbeitet. Also sprich, wenn ich jetzt hier einmal das Ganze löse, ne, bin ich jetzt auch unabhängig vom LKW. Also das funktioniert hier soweit. Und dann kann ich jetzt hier mit der Maustaste den Kran bewegen. Ne, eine Achse, zweite Achse, dritte Achse. Ihr kennt das Ganze ja hier in dem Falle. Jetzt kann ich mir hier das Teil einmal schnappen. Also ich mache das mal ganz nach oben. Hier so. Ihr seht, ihr habt so in der Mitte ist das Ganze hier noch geschlossen. Ihr könnt das Ganze auch hier über Y öffnen. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Jedenfalls noch nicht beim Abladen. Dann greift ihr euch das Ganze hier. Und ja, die Giants-Physik tut natürlich dann, wenn ihr nicht vorsichtig genug seid, ihr Bestes, ne? Um hier ein bisschen Chaos zu stiften. Deswegen da ein bisschen mehr mit Gefühl dran, wie ich es jetzt in dem Fall gemacht habe. Ansonsten kommt er nämlich hier relativ schnell in Hudeleine. Ich versuche mal hier, aber ihr seht auch schon, das ist gerade alles viel zu nah dran. Versuche das Ganze mal jetzt hier. Komme ich jetzt noch ein bisschen? Na, so hier nach unten. Versuche das Ganze jetzt hier mal ein bisschen zu greifen. Genau, dass ich das jetzt irgendwie erstmal hier nach drüben bekomme. So, komm, ja. Ihr seht, wie gesagt, physiktechnisch schwierig. Funktioniert, aber man muss halt sehr mit Gefühl, sehr mit Gefühl ran. Aber ihr seht, man bekommt es runter. Also das ist nicht attached im eigentlichen Sinne, sondern das liegt halt einfach nur drauf. Hat halt ein gewisses Gewicht und durch das Gewicht hält das Ganze dann auch so. So, dann versuche ich jetzt hier mal so ein bisschen, so, wunderbar, wie bitteschön. So, jetzt haben wir das Ding da unten.
Ist natürlich auch wieder praktisch, dass ich gerade keinen starken Modus hier mit drauf habe. Also sprich, ich kann das auch mal eben nicht mit der Hand hier versenken. So, wenn er das jetzt hier ein bisschen, ne, mit Gefühl macht, dann seht ihr das, ein bisschen anheben, ein bisschen rüber, ne, dann klappt das Ganze auch ohne Probleme. Ihr könnt natürlich noch zur Stabilisierung hier die Dinger machen, ne, dann poltert das ganze Ding in dem Falle auch nicht so. Das ist in dem Falle soweit alles da. So, ihr seht jetzt, ich kann über die Maussteuerung hier auch diese Säge hier bedienen. Und darauf soll das ganze Ding ja hinauslaufen. Wir können oder sollen in dem Falle jetzt hier einmal Bäume damit sägen. Das ist unser Sägeblock. Ich kann auch hier mit B das Ganze einschalten. Dann arbeitet hier auch die Säge in dem Falle. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eigentlich bei diesem Sägeblock Baumstämme dort reinzuführen. Na, also sprich, wir haben einen Baumstamm, den ich jetzt gerade nicht hier habe. Den muss ich jetzt einmal hier pflanzen. Und den führen wir dann in dem Falle einmal über dieses Gerät durch. Und damit können wir das Ganze dann einmal absägen. Das heißt, ich setze jetzt hier einen Baum, setze jetzt einmal, hol mal hier eine kurze Hand eine Kettensäge, so eine Stiel. Ne, wälze das Ding jetzt hier einfach mal kurzerhand um. Ne, das soll mal Richtung dort fliegen. Ist ja natürlich nicht entastet und Co., ist klar. Setze ich einmal hier ran. So, da fällt in die Richtung, wie ich ihn haben will. Wie will schön. Entaste ich hier mal kurzerhand. Sehr schön. Dann haben wir den jetzt hier da liegen. Und jetzt kann ich den ja hier mit meinen Greifern nehmen. Gucken, ob das so von der Reichweite so halbwegs. Ja, das geht ohne Probleme. Jetzt könnte ich mir den hier nehmen. Bisschen weiter vor. Sehr schön. Greife ich mir hier. Und jetzt ist es eigentlich, wohlgemerkt auf das Wort eigentlich, hier so, dass ich jetzt hier ein bisschen weiter runter gehe und dann kann ich den Baumstamm hier einmal hier so mit reinführen. So, na, ein bisschen weiter nach rein, noch ein bisschen weiter rein, da sind wir schon hier am Maximum, ich versuche noch ein bisschen zu drehen, da, perfekto, jetzt ziehe ich den hier so ein bisschen rüber, so, lass den hier mal los, sodass wir hier, dass der halt hier so drin liegt in dem Falle, ne? Machen wir ein bisschen weiter hier nach vorne. Ich schnapp mir den hier nochmal so kurzerhand an. Greif so langsam zu. Na, so. Ich habe da ja gar keine Geduld dafür. Ich bin ja Team Autoload, was sowas angeht, ne? Lass ihn nochmal los. Und versuch den jetzt hier so ein bisschen an der Säge hier nach vorne, ne? Dann hier so vor beizuziehen. Dann gibt es hier ganz schön mit einem mittleren Mausrad in dem Falle, kann ich dann hier, wenn ich das einmal nach links und rechts mache, kommt hier so ein Metermaß mit ran. Ja, das ist halt unrealistisch an sich, aber somit könnt ihr sehen, soweit ihr, wenn ich jetzt weiter den Baum hier nach vorne ziehe, aber innerhalb dieser Linie, wie viele Meter ich halt hier habe oder wie lang der Baumstamm dann im eigentlichen Sinne ist, ne? Hier ist halt jetzt 0 Meter, wenn ich den absäge. Und wenn ich den jetzt hier weiter nach vorne ziehe, ne, habe ich dann 2 Meter, 4 Meter, 6 Meter, 8 Meter und bis zu 10 Meter in dem Sinne, ne? Je nachdem, wie ich den jetzt halt hier anpacke. So, ich packe den jetzt mal hier hinten so ein bisschen an. So. Wir können natürlich jetzt auch hier den hier machen. Voilà, bin ich kurz aus dem Spiel raus. Wir können natürlich den hier machen, dann hält das Ganze in dem Fall hier noch besser fest, ne? Aber ihr seht schon, da ist dann Physik auch schon wieder mit am rumjammern. Deswegen versuche ich jetzt noch einmal hier so den Baumstamm so zu packen. Sehr schön. Machen wir ein bisschen weiter vor. Versuche das Ding hier ein bisschen weiter hier nach vorne zu ziehen. Machen wir mal ein bisschen weiter zu hier, dass er auch ein bisschen mal reagiert. Und dann sehen wir jetzt so ungefähr, ich bin jetzt hier beim Metermaß ungefähr auf 2 Meter. Ne, Pi mal Daumen. Ich lasse den jetzt mal kurzerhand los. Drück einmal B. Jetzt halte ich die rechte Maustaste gedrückt. Nimm das Ganze hier nicht nach oben und unten. Ne, damit steuern wir den Kran. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Sondern einmal nach links, rechts. Und dann seht ihr, kann ich das hier einmal machen. Jetzt könnte ich den mir wieder nehmen. Also ein bisschen weiter hier nach vorne. Ich kann halt das Ding hier generell, ne, ihr seht nur links, rechts und so. Ich kann das halt nicht ausfahren. Und dann ist er jetzt aber halt hier gesägt. Könnten wir dann einmal nehmen und können dann hinten wieder nachziehen. Und somit könnt ihr auf diesen Sägeblock im Endeffekt schneiden.
Das ist eher was für Leute, A, die Geduld haben und vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, also das, was ich in dem Falle nicht habe, ne? Und aber so funktioniert das Prinzip eigentlich. Und das ist für Leute, die im Forst arbeiten und das halt gerne so handhaben wollen, sicherlich eine nette Spielerei. Mir wäre es jetzt ehrlicherweise gesagt zu viel des Guten, ne? Aber das ist, wie gesagt, auch nur mein Spielstil. Jeder hat ja so seinen eigenen Spielstil in dem Falle. Aber ihr seht, das könnt ihr dann in dem Falle hier so sägen. Wie gesagt, das könnt ihr wieder ausschalten. Wenn ihr sagt, ich will das nicht, ne, zack, macht das halt wieder weg und schätzt das halt selber ab, das Maßband, ne? Aber ihr seht, die Säge funktioniert und das ist halt alles ein Ding. Auch wenn ihr das hier frei bewegen könnt, ist die Steuerung weiterhin über das Teil hier, ne? Und das finde ich ganz geil, why not? Ne, und könnt ihr dann halt machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ne? Für mich wäre es, wie gesagt, nichts. Ihr könnt nur Spannkarte aktivieren, deaktivieren, aber das ist eher noch so eine Spielerei. So, wenn wir uns dann einmal hier Log anschauen, seht ihr, das Ding ist soweit auch sauber. Ne? Wir reden hier ungefähr von 25 MB, könnt ihr also in dem Falle hier auch nichts verkehrt machen. Nun, Download League inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.